Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute zeigen wir euch mal aus dem Blackbird Turnier ein Gameplay aus EU. Und zwar habe ich am Samstag, dem 23.03.2019, gab es ja dieses Blackbird Turnier, wofür ich mich qualifiziert habe. Und ja, ich habe mich in Europa übrigens, Leute, nicht qualifiziert für das weitere Turnier, aber in NAI, Leute. Hast du dich nicht weiter qualifiziert? Nein. Nein. Ach was. Nee, aber in NAI auf jeden Fall. Das ist ja, muss ja so sein. So, und ja, Leute, ich bin in NAI Top 1% geworden. Da war ich Rang 300. Und das Krasse ist, mit einem höheren Ping. Ja, mit einem viel höheren Ping. Rang 300 bin ich geworden. Und auf EU anscheinend unter 3000. Und da merkt man allein schon diesen Skin-Unterschied zwischen EU und NAI. Ja. Weil auf NAI spiele ich ja mit einem höheren Ping und sowas und deswegen ist es sowieso ein bisschen schwieriger, auf jeden Fall. Aber die Gegner sind halt einfach einfacher und wir zeigen euch jetzt erstmal das EU-Gameplay und danach im nächsten Video das NAI-Gameplay und ich würde sagen, gleich möchtest du was sagen? Ja, ich möchte noch. Also es gibt ja diesen Mythos, in Anführungszeichen, dass die Spieler auf NAI-Servern nicht so stark werden wie die in Europa. Und Leute, ey, man sieht das halt hier richtig krass. Das ist, also da ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also auf den NAI-Servern habe ich gedacht, so viele Leute lost gewesen. Und hier ist irgendwie jeder, auf den er sofort getroffen ist, gleich ein Spitzer gewesen. Ja, wir lassen es jetzt einfach mal laufen. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Unfassbar.
So, Leute. Jo, Leute, da seht ihr, also es war jetzt ein sehr intensives Match gewesen. Da ging es richtig zur Sache. Jetzt macht er hier natürlich noch den Depp, da wird man da. Aber auf jeden Fall richtig krass. Wie viele Punkte hast du zum Schluss erreicht? In Europe? 28, glaube ich. 26. 26 waren es in Europe gewesen. Und 41 in. So. Nee. War auf jeden Fall mega intens. So, 5-9er. Das war ja KD. Ja. Naja gut, was willst du machen? Das ist ein bisschen schade. Ey Leute, ich habe auch eine Idee. Ich werde alle Namen mir angucken in diesem NAE-Match, weil da kennen die ja Leute, da sind ja die ganzen Profis unterwegs. Und ich werde mir jetzt einfach mal angucken, wer alles so mit in der Runde war. Ja, morgen wirst du dann sowieso ja. Die ganzen. Also wenn ich das gefallen hat, dann würde ich mal gerne mir einen Daumen nach oben freuen. Schreib es in die Kommentare, abonniert den Kanal und schreib es dir wieder ein, wenn es wieder alles fordern. Bis dahin rein und tschüss.